So, Sie bewirken mal an Friedhof Schäfer, aus der Lage in Stolberbach, vier Anspannungen in Indische Rübi. Morgen Markus Schwein-Bobbelstein, Bündelöhrer-Rübben, zwei Spannungen Rettersport, Friedhof und ein Orsch-Duplach. Wir sehen also die Horses to Fly Wettbewerbe. Wir begrüßen, meine Damen und Herren, Siebren. Minkema auf Friso Cäsar aus Mees 497 aus Frieschepalen. Siebren Minkema. Das Pferd Friso Cäsar. Ein Pferd der Kombination Minkema-Schröder. Als nächstes sehen wir Gouverneur von Terchtefeen, ein Sohn von Nane 492. Besitzer sind die Familie Hart von Feen und geritten wird er durch Jelma Chardon. Auch ein Pferd, das in der Dressur schon sehr gut prestiert hat. GDP Focke, ein Nachkomme von Nane 492. Besitzerin ist Anneke von der Stahl. Und heute wird dieses Pferd geritten durch Augustinus Hoekstra. Und dann haben wir noch die Nummer 102, Gunner Jede, ein Nachkomme von Markus 492. Besitzer ist der Stall Jede in Fledder. Und heute wird geritten durch Nico Carles Jr. Dieses Finale findet wieder statt im Rahmen des Wettbewerbs. Es gibt wieder doppelte Punkte, 10 für den Gewinner. Normalerweise gibt es 10 Punkte für den Gewinner. Aber im Finale gibt es 20 für den ersten, 18 für den zweiten, 16 für den dritten und 14 für den vierten Platz. Wir sehen Esther und Haku, die Jury, die Pferde in Augenschein nehmen. Wir haben auch noch einen Schiedsrichter dabei, falls die Jury sich nicht einigen kann. Wir sehen hier vier Pferde in wunderschönen Modellen, sehr viel Qualität in diesem Finale. Friso Cäsar von Mees 497, Gouverneur von Terchtefeen aus Nane 492, GDP Focke, auch von Nane 492, und Gunner Jede, ein Sohn von Markus 491. Geritten wird Friso Cäsar durch Siebren Minkena, Gouverneur von Terchtefeen durch Jelma Chardon, GDP Focke und Augustinus Hoekstra, und Gunner Jede und Nico Carles Junior. Auch dieses Jahr hat Indoor Friesland wieder stattfinden können. Und diese Teilnehmer waren schon in Exelon in Sommerhaar und sind jetzt wieder zurück in Leeuwarden. So, und dann fangen wir an. Wir hören die Musik. Und dann sehen wir, welches Pferd über die besten Bewegungsrhythmen und Formen verfügt und dadurch gewinnen wird. Vielleicht haben Sie schon einen ersten Eindruck der Qualität
machen können oder sich einen Eindruck machen können in dieser Qualität. Vier moderne Friesenpferde mit sehr viel Losgelassenheit in der Bewegung. Pferde mit schöner Front. Und sie führen hier eine prächtige Show vor. So, dann wechseln wir jetzt auf die linke Hand. Die Hengste sind entweder 4, 5 oder 6 Jahre alt. Wer wird hier der Beste werden? So, meine Damen und Herren, Sie dürfen uns wieder wissen lassen, wer Ihr Favorit ist. Die Jury beschließt und die Jury entscheidet, aber Sie dürfen uns absolut wissen lassen, wen Sie bevorzugen. So, aufstellen. 25. Aufstellen 166. Dann 102 und dann 184. Auch in diesem Finale der Horses to Fly KFPS Sportwettbewerbe ist das noch nicht die endgültige Entscheidung. Wir lassen Sie noch eben einmal zu Atem kommen und werden dann zwei dieser Gespanne noch einmal vor die Jury bitten, um sich zu beweisen. Wir würden also gerne Sibrin Minkema und Friso Cäsar und Jelmer Chardon und Gouverneur von Herzefeen noch einmal bitten, für uns zu fahren. Wer wird der Beste aus diesen Zweien? Was für ein wundervoller Schwebemoment. Sehr schön in der Vorhand und so viel Kraft in der Hinterhand. Zwei großartige Pferde, das wird spannend. Wer wird hier 20 Punkte einfahren können und gewinnen? Fiebern Sie mit! Leben Sie mit. Und dann wird die Jury gleich ihre Entscheidung bekannt geben. Das ist so spannend. Und schauen Sie sich das an. Ah, das Publikum ist begeistert und das finden wir gut. Wer wird gewinnen? Wer wird gewinnen? Es wird die Nummer 25. Dann 166. Ha, spannend, Esther, oder? Es war sehr spannend, ja. Wir haben auch wirklich lange nachgedacht. Aber der von Sibrin läuft sehr schön in Balance. Sie waren sich sehr ähnlich. Ein Tacken besser hier. Dann werden wir die Punkte zusammenzählen. 20 gibt es für Friso Cäsar. Gouverneur von Herzefeen bekommt 18 Punkte. Und dann hat Johanna die Resultate des Wettbewerbs. 30 Punkte auf dem vierten Platz. FDP Focke. Applaus für Augustinus Hoekstra. Auf dem dritten Platz. Mit 34 Punkten. Grünejede mit Nico Kahles Junior. Ein Punkt unterscheidet den ersten und den zweiten Platz. Und auf dem zweiten Platz mit 38 Punkten Gouverneur von Herzefeen, Jelmer Chardon.
und gewonnen mit 39 Punkten. Friso Cäsar mit Sibrin Minkener. Sie hatten die Namen der Direktion von Horses to Fly, die hier die Preise ausreichen werden. Und die Gewinner der heutigen ausgerittenen Wettbewerbe werden im allgemeinen Finale der Horses to Fly Sportwettbewerbe noch einmal zu sehen sein. So zum Beispiel auch Sibrin Minkener mit Friso Cäsar, der Sohn von Mees 497 ist. Jelma hat hier gewonnen während Indoor Frieslands und auch in Exlo. Sibrin hat in Sonneha gewonnen. Ein sehr schöner Decke für das gewinnende Pferd. Auch das wird durch die Direktion hier platziert. Schön, wie sie die aufhängen. Und dann gratulieren wir Sibrin Minkema. Wir machen noch eben Fotos. Und dann fragen wir natürlich unseren Gewinner auch noch ein paar Worte zu sagen. Es war sehr spannend, Sibrin. Zweimal Jelma gewonnen, zweimal hast du gewonnen. Wie ist es gelaufen heute? Na, der ganze Wettbewerb war spannend. Wir haben im Prinzip im September auf der Zentraluntersuchung angefangen. Und die zwei Paar Pferde sind sich einfach sehr ähnlich. Zweimal hat Jelma gewonnen, zweimal habe ich gewonnen. Und ich muss mich wirklich anstrengen. Und ich habe ein gutes Pferd und Jelma auch. Aber ich finde wirklich alle vier Pferde auch sehr gut. Und das hier ist für uns, das ist Reklame für den Fahrsport. Und dass ich gewinnen darf, ist natürlich noch ein extra Tick. Und so ein Gewinn ist natürlich immer besser, wenn man gute Konkurrenz auch hat und sich wirklich durchsetzen muss. Und darum Komplimente auch an die Konkurrenten. Vier großartige Pferde sehen wir in diesem Finale. Wir haben genossen von allen Vieren. So modern, so viel Qualität, so schöne Bewegung. Aber erstmal gibt es noch eine Ehrenrunde des Champions. Und da können Sie gerne noch eine Schippe drauflegen. Klatschen Sie mit Friso Cäsar, mit Sibrin Minkema. Und dann sind sie da wieder, alle vier. Auch Gouverneur von Herzefeen mit Jelma Chardon, GDB Focke mit Augustinus Hoekstra, Günner Jede mit Nico Kalis Jr. und unser Champion für Friso Cäsar mit Sibrin Minkema. Und Sibrin Minkema kommt uns also noch einmal beglücken im allgemeinen Finale aller Fahrer. Ach, so schön alle beieinander. Schauen Sie sich das an. Wir bedanken uns bei den Sponsoren. Die neue Ritterin Zweispann, Friso-Ausstatter und den